schwebt und schwebt und schwebt. Der Magier Florian Zimmer. Ulms Flugpionier Albrecht Berblinger landete bei seinem Versuch 1811 in der Donau. Bei Florian Zimmer scheint es besser zu klappen. Aber wie? Vielleicht kann er es erklären. ARD-Wetterexperte aus Ulm, Sven Plöger. Könnte es auch irgendwie mit der Thermik zusammenhängen, dass er einen Aufwind plötzlich bekommen hat und das vielleicht im Vorfeld sich da informiert hat und dann so drüber geschwebt ist auf dieser Thermik? Also mich hat er nicht angerufen, und wenn das so eine Thermik wäre, hätten wir anschließend ein Wetter, das wollte keiner haben. Das heißt also, das, was ich bin ja selber Gleitschirmflieger, ich bin Segelflieger, also ich weiß, wie Thermik geht, auch als Meteorologe. Ich kenne mich ein bisschen aus und ich kann dir versichern, so eine Thermik gibt es nicht. Also wahrscheinlich kein Wetterphänomen. Liegt das Geheimnis am Donauufer? Ob sie das weiß? Wie hat er das gemacht? Tja, das ist eine gute Frage. Deshalb ist er Magier. Haben Sie irgendeine Idee, wie das gelaufen sein könnte? Also in dem Ende, dass da einige Jungs da waren, die hinter mit einer unsichtbaren Zeil den einfach so hochgezogen haben. So hat das ja wahrscheinlich funktioniert. Aha. Nehme ich mal an. Möglicherweise hatte er eine heliumgefüllte Weste an. Da ist irgendein Seil oder so. Du meinst Drahtseil auf beiden Seiten, aber das Problem ist, dass es die Donau ist. Und auf beiden Seiten ist es schwierig, ein so langes Drahtseil anzubringen. Ja, es ist auf jeden Fall irgendein Trick. Anzunehmen. Aber welcher? An der Uni Ulm wissen Sie das bestimmt. Magnetismus geht nicht. Nee. Elektrische Felder gehen auch nicht. Letzte Hoffnung, Physikprofessor Ottmar Martin. Ist das physikalisch irgendwie zu erklären, was Sie da sehen? Wenn man genau wüsste, was dahinter steckt schon, aber ich weiß es nicht. Also in dem Sinn kann man sich einfach nur drüber freuen. Das machen wir. Und wir sind gespannt, ob Florian Zimmer trocken am anderen Ufer ankommt.